Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Video. Die heutigen Themen sind noch mehr Updates, gefixte Demos, fliegende Leute und ein weiterer Volvo-Mitarbeiter, der aktiv auf Reddit unterwegs ist und hilft. Let's go! Der erste YouTuber mit einer full iced out Uhr ist back. Sieht man das? Zuallererst schauen wir wieder über die Updates drüber. Hier kann man übrigens wieder sehr schön sehen, dass sie täglich am Ballern sind. Ist aber auch notwendig, denn sie verkacken auch einiges. Das letzte große Update habe ich ja gecovert. Da wurden unter anderem die Jumps verbessert, was aber wiederum zum Beispiel für diesen Bug gesorgt hat. Dieser Bug ist geschehen, wenn man kurz vorm Ende einer Deathmatch-Runde zum Beispiel gesprungen ist und wenn dann das Ende eingetreten ist, ist man dazu weggeschwebt. Das haben sie gestern im Update wunderschön addressed mit dem Punkt Fixed, I have to go, my planet needs me. Und jetzt machen wir einfach von unten weiter. Und zwar gibt es jetzt diesen Befehl, den man eingeben kann, wenn man Server-Owner ist. Das ist ein Befehl, der unter anderem bei Surf-Servern genutzt werden kann oder vielmehr sollte. Denn dieser Befehl null und nichtigt praktisch dieses Update. Denn durch dieses Update waren Surf-Server ein bisschen kaputt. Naja, ein bisschen ist untertrieben, die waren komplett im Arsch. Und mit diesem Befehl kann man den Surf-Server eben wieder so aufsetzen, dass er gescheit funktioniert. Das zeigt auf jeden Fall mal wieder, wie sehr sie an die Community denken. Sie verkacken zwar was, was die Community etwas verärgert, zu Recht, weil ihre Server im Arsch sind, Surf oder auch KZ-Server. Und dann kommen sie direkt einen Tag später mit so einem Update. Also finde ich persönlich zumindest stark. Sie hätten auch einfach sagen können, scheiß drauf, bei uns läuft doch alles in unseren normalen Game-Modi und Surf gehört gar nicht zu uns. Aber sie wissen, natürlich gehört Surf zu Counter-Strike, ist klar. Der dritte Punkt, fix den Damage Report im Casual- und Deathmatch-Modus. Dort waren unter anderem die Scoreboards komplett im Arsch, da war einfach gar nichts drauf gestanden. Den zweiten Punkt habt ihr schon im Intro gesehen. Und zwar gab es die Problematik, dass man Smokes nicht sehen konnte in den Demos. Und zu guter Letzt passt jetzt die Inspect-Animation im Inventory wie auch im Loadout zu euren Settings, also wie ihr zum Beispiel euer View-Model eingestellt habt. Da ich ein alter Kokolori bin und überhaupt nichts eingestellt habe, ich benutze eigentlich alles auf Default, bis auf mein Fadenkreuz, ist bei mir hier jetzt kein Unterschied zu sehen. Aber wer ein komplett wildes View-Model hat, sieht es jetzt halt hier auch. Und in der vergangenen Nacht wurde auch noch was Kleines nachgereicht. Und zwar sind hier einmal nochmal Jump-Toleranzen angepasst worden für Office, okay. Und zu guter Letzt ist man hier noch an Crashfix gegangen. Soweit, so gut. Dann habe ich euch am Anfang noch gezeigt, dass es einen weiteren Volvo-Mitarbeiter gibt, den ich jetzt für mich gesehen habe. Vielleicht gibt es noch mehr, die ich aber noch gar nicht kenne, der auch auf Reddit unterwegs ist. Er hat hier im Speziellen gefragt, welche Smoke-Lineups durch das Update von, ne, vor dieses Jump-Consistency-Update, welche Smoke-Lineups da kaputt gegangen sind. Und dann hat die Community natürlich gerödelt und hat ihm einiges geschickt. Hier hat jemand sogar genau die Positionen geschickt, von denen man aus eben schmeißt, auch in welche Richtung man schaut und so weiter und so fort. Und jetzt kommt er hier zum Beispiel, nachdem er sich alles angeschaut hat, mit der Erklärung natürlich erstmal Danksagung, vielen Dank, es war sehr hilfreich, dass es hier eine Smoke gibt, und zwar die auf Anubis, die wohl tatsächlich wegen diesem Update kaputt gegangen ist. Und das heißt, man soll jetzt hier ein neues Line-Up heraussuchen. Und die anderen, die könnten auch unter anderem wegen dem User nicht funktionieren, weil hier möglicherweise Multiple Input Binds benutzt werden. Also Workaround-Binds, um den Jump-Throw zu machen. Es wird hier also möglicherweise nicht der richtige Jump-Throw genutzt, wie er eben im Spiel verfügbar ist, sondern es hat sich da jemand doch irgendwas im Hintergrund zusammengebastelt, um weiterhin sein Jump-Bind zu benutzen. Und hier in der letzten Zeile gibt es sogar einen Einblick auf eine undokumentierte Änderung, die durchgeführt wurde, die hier weiterhin diese Multi-Input-Binds verschisselt. Was aber auch eigentlich bekannt sein sollte, dass man nicht mehr mit irgendwelchen Binds arbeiten soll, sondern den Jump-Throw von Counter-Strike selbst nutzen soll. Also für mich ist das auf jeden Fall ein Zeichen der, möglicherweise der Heilung oder wie man es eben nennen möchte. Volvo ist jetzt aktiv. Sie sind auf Reddit, Twitter und Co. aktiv und schreiben so richtig mit den Leuten. Und zu guter Letzt wurde natürlich die Frage gestellt, wie ist das bei den Profis? Weil dieses Jump-Update jetzt ja, wie gerade eben schon besprochen, einige Jump-Throws kaputt macht, einige Geschichten eben einfach zunichte macht und man muss es neu lernen. Wie ist es dann eigentlich bei den Profis? Die müssen jetzt ja dann wirklich bald ran. Es ist echt nicht mehr lange hin. Dann ist das nächste Major. Und ThorCS2 hat hier zu Frozen gefragt und er hat bestätigt, dass sie wohl auf der Beta spielen werden. Also auf dem letzten Bild, bevor dieses Update kam. Das heißt, die Profis werden nicht damit kämpfen müssen, mit diesen neuen Jump-Consistency-Geschichten. Außer, es war ein Troll und er meint damit generell, dass Counter-Strike eine Beta ist. Was ja auch stimmt. Man darf also weiterhin gespannt sein, wie es weitergeht mit den Updates. Im Moment ist der Update-Verlauf, der Rhythmus auf jeden Fall richtig gut. Ich, alter Kokolori, habe immer was für euch zu berichten und man sieht eben aktiv, dass endlich wieder was gemacht wird, dass es weitergeht, nachdem die letzten zwei Monate so ein bisschen low waren an Updates und Infos. Infotechnisch gibt es von mir wie immer die Sache mit dem Knife-Giveaway. Denkt dran, das ist nächste Woche dann offen. Ihr könnt gerne heute direkt in den Stream kommen und die Bubble-Dollar sammeln. Durchs bloße Zuschauen kann man die sammeln. Je länger man da ist, desto mehr hat man davon. Nächste Woche wird man an jedem meiner Streamtage in das Giveaway reingehen können. Also ihr könnt noch die nächste ganze Woche sammeln und heute und morgen eben auch in den Livestreams. Ich stream dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Und jetzt noch was
was ganz, ganz Wichtiges. Wenn man hier auf YouTube bei meinen Giveaways mitmacht, wie zum Beispiel heute, da gibt es diese USPS Alpine Camo zu gewinnen aus der Sports and Field Collection, neuer Skin, dann seid bitte auch untradebar, denn vor allem auf YouTube kann ich euch halt nicht erreichen. Wenn jemand bei mir was gewinnt und ich habe seinen Trade-Link, dann kann ich versuchen, ihn anzutraden, und wenn das nicht geht, weil sein Inventory zum Beispiel auch privat ist oder sein gesamtes Steam-Account auch privat ist und so weiter und so fort, dann kann ich mich nicht melden und sagen, hey, Bing Bong, stell mal um. Also kurzum, seid bitte ready, wenn ihr hier mitmacht und habt euer Inventar auf öffentlich. Ich weiß, dass man da manchmal irgendwelche Anfragen von Kokolori kriegt, ich habe das auch. Ich habe bei mir gerade auf Main-Account relativ viel Kruschel rumliegen, bei mir ist alles auf öffentlich. Das heißt, es kann nervig sein, natürlich. Aber was wiederum noch nerviger ist, ist, wenn ich euch dann Trade schicken möchte, nach einer oder zwei Wochen, die YouTube-Giveaways mache ich im Moment so alle 14 Tage, würde ich sagen, hocke ich mich dran und arbeite die ab. Wenn man dann nicht untradebar ist, dann muss ich euch irgendwie erreichen. Und selbst wenn ich das schaffe, dann ist man dann erst 14 Tage später mit dabei oder regt sich darüber auf, wo ist mein Trade. Meistens regen sich übrigens die Leute darüber auf, dass nichts kommt, an denen es selbst liegt, dass sie nichts kriegen, weil zum Beispiel der Account privat ist. Naja, also kurzum, bitte seid ready, ja, bitte. Um bei diesem Camo-Ding hier mitzumachen, schreibt ihr einfach Folgendes in euren Kommentar mit hinzu. Und zwar, seid ihr immer untradebar oder nicht? Also ist euer Steam-Account bzw. euer Steam-Inventory auf privat oder habt ihr das immer auf öffentlich? Haut einfach in die Kommentare. Vielen Dank. Let's go. Wir sehen uns also gleich im Livestream. 18 Uhr geht's wieder los. Haut da rein und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Ihr seid die Besten. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.